Israel plant offenbar einen groß angelegten Gegenschlag auf Gaza-Gebiet. Eine Maßnahme, die die Kämpfer der Hamas wohl vorhergesehen haben, ist Guy Katz sicher. Der israelische Ex-Offizier und Verhandlungswissenschaftler erklärt die perfide Methode hinter dem Vorgehen der Terrormiliz. Hamas ist eine Terrororganisation, das weiß jeder, das weiß auch die EU und Deutschland. Und die Hamas hat Gazastreifen kurz nachdem Israel es verlassen hat, in 2005 in Beschlag genommen. Die hat übrigens auch die PLO rausgeworfen mit Gewalt und, wenn ich mich nicht täusche, mehrere Hunderte, auch damals von den eigenen Leuten, den Palästinensern von der PLO, ermordet, um eben Kontrolle zu haben. Ich glaube, denen ist Menschenleben egal. Ich glaube, denen ist Selbstmord egal. Ich meine, sie reden ja auch von Dschihad und Co. Sie bilden auch die Schüler entsprechend aus. Es war denen wahrscheinlich, ja, klar. Aber wie es halt immer mit der Hamas so ist, was werden wir dort finden? Wir werden dort Bomben finden, also die Armee. Wir werden dort unsere Geiseln da finden, wo man sie natürlich nicht verstecken sollte, also in Schulen, Kirchen, Moschees, Krankenhäusern, das machen die immer, ganz klare Taktik, damit man nachher sagen kann, wir haben irgendwelche Krankenhäuser zerstört und das sind ganz klare und bekannte terroristische Mittel, die haben wir auch in Afghanistan und sonst wo gesehen, von einer Terroreinheit. Und wir wissen deswegen leider ganz genau, dass die Welt noch mit uns steht, aber ich kann Ihnen jetzt sagen, spätestens in einer Woche, also mark my words, 17. Oktober, wenn nicht viel zuvor, wird die Welt sagen, oh, Israel hat viel zu stark reagiert und viel zu viele Unschuldige sind ermordet worden und so sagt es die andere Seite und alles wird gegen uns benutzt. Das kann man alles vorhersehen. Aber natürlich haben wir keine Wahl. Wir haben da mehrere Dutzende, über 100, so wie es aussieht, verschleppte Geiseln, Kinder, alte Omas, Babys, Frauen, die auf dem Weg oder davor schon vergewaltigt wurden, da muss man natürlich was machen. Was soll man tun? Jedes Land würde was machen.